So, hallo, herzlich willkommen erstmal und vielen Dank für die Einladung. Bildungsquerulantin, Sie werden es jetzt gleich erleben, warum ich so genannt werde oder mich auch selber gerne so bezeichne. Ich werfe einen Blick nach vorne, aber ich gehe auch mal ein paar Tage zurück. Damit wir uns alle mal ein bisschen kalibrieren, gehen wir mal zurück auf den 1. September 2016. Das ist noch gar nicht so lange her. Da geschah das. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben. Da ist eine Rakete von Elon Musk bei der Vorbereitung zu einem Raketenstart ist explodiert. Und das war nicht vorhersehbar, das ist auch kein Mensch zu Schaden gekommen, das war in der Vorbereitungsphase. Es ist bei der Gelegenheit sind sehr viele Millionen in Luft aufgegangen. Was nämlich ganz interessant war, war nämlich, dass auf dieser Rakete ein Satellit installiert war, der sollte in den Luftraum geschossen werden, von Eutelsat, und von dieser Satellit wurde zu großen Teilen von Facebook angemietet. Und Facebook wollte damit die Subsahara-Region, die hier auch eingezeichnet ist oder angezeigt wird, wollten sie mit Internet versorgen in ihrer großen Internet.org Initiative, wo sie kostenloses Internet, zumindest in Fragmenten, sehr Facebook-lastig, dann in entlegene Regionen bringen wollen. Mark Zuckerberg war zu der Zeit aktuell am 1. September in Nigeria vor Ort und wollte das ganz publikumswirksam in Empfang nehmen, sozusagen. Und er musste dann zusehen, wie das alles explodierte. Und er schrieb dann auf Facebook, Gott sei Dank haben wir ja noch andere Technologien, um dieses Engagement irgendwie zu unterstützen, nämlich unter anderem das AKIA-Projekt. Das AKIA-Projekt hatte am 21. Juli seinen Jungfernflug. Das ist ein solargetriebenes Flugzeug. Die Spannweite ist etwas größer als die von einem normalen Airbus. Und es war zum ersten Mal, hat Facebook aufgrund der eigenen Entwicklungen dort ein solargetriebenes Flugzeug über mehrere Stunden fliegen lassen können. Das mussten sie selber entwickeln, weil es ihnen missglückt war, das andere solargetriebene Flugzeug aufzukaufen, nämlich dieses Titan Aerospace. Das hat Google ihnen weggeschnappt haben das umfunktioniert. Google hat das umfunktioniert in einen Drohnenanbieter für Internet. Ursprünglich war es gedacht, um so Navigation im Verkehrssystem irgendwie zu überblicken. Google ist überhaupt sehr aktiv in diesem ganzen Bereich. Sie haben auch diese Ballons. Diese Internetballons, die laufen, die fliegen im Moment, die werden getestet, sehr massiv getestet, sollen zum Ende des Jahres mehr oder weniger lauffähig sein. Sie sollen Internet bringen in alle entlegenen Regionen dieser Welt, und zwar in wirklich alle. Und es ist in der Zwischenzeit so weit fortgeschrieben, dass Alphabet, also die Mutterfirma von Google, auch in der Zwischenzeit einen Manager eingesetzt hat, der sich darum kümmern soll, wie dann ein Geschäftsmodell überhaupt aussehen soll. Und soweit sind sie halt damit. Auch Microsoft steht nicht hinten an. Auch sie haben da eine Initiative aufgesetzt, um halt die Menschen miteinander zu vernetzen. Also was ich damit sagen will, ist, dass alle eigentlich im Moment aktiv sind. Das ist eine Grafik, die Facebook auch in ihrer Pressemappe zur Verfügung stellt, um zu demonstrieren, welche verschiedenen Technologien sie im Moment nutzen und weiterentwickeln, um Internet in die Welt zu bringen. Und sie haben halt diesen großen Satelliten in die Luft schießen wollen. Google soll angeblich, sagt die Washington Post, einen riesen Fonds aufgesetzt haben, mit dem sie bis zu 180 eigene Satelliten in den Orbit schießen können. Das ist eine Folie, die ich abfotografiert habe im letzten Jahr bei der Singularity University. Nee, in diesem Jahr war das. Und das sind so kartongroße Satelliten. Das soll offenbar im Moment der totale Trend sein. Jedes Unternehmen hat in der Zwischenzeit so einen Satellit. Das läuft dann im nahen Orbit rund um die Welt. Und das ist im Grunde so der moderne Server sozusagen. So, was ich damit sagen will, wir sind leben in einer Zeitenwende, in einer radikalen Zeitenwende. Und die Singularity University geht davon aus, dass wir 2020 ca. 8 Milliarden Menschen sein werden. Und wir werden alle Internet haben, mehr oder weniger. Und wir kommen in ein Zeitalter des Überflusses. Bislang leben wir in einem Zeitalter der Knappheit. Wir kommen in ein Zeitalter des Überflusses. Und das machen Sie fest. Ich
an einigen Entwicklungen, also die Solarenergie, die Solarzelle. Der Preis einer Solarzelle ist in den letzten Jahren, Jahrzehnten massiv gesunken. Auch die Solarenergie insgesamt wird voraussichtlich 2020 wird kostengünstiger sein als die durchschnittlichen Preise des natürlichen Gases, der Gasenergie und Ölindustrie. Und da haben sich in der Zwischenzeit ja einige auf den Weg gemacht, um die Erdöl- und Erdgasindustrie sozusagen den Kampf anzusagen. Auch Essen wird insgesamt viel günstiger werden, davon gehen sie aus, weil wir können das alle mit den ganzen Solarenergien halt selber anbauen und das wird alles wunderbar sein. Ja, wir kommen in eine ganz tolle Welt hinein. Auch die Kosten pro Genom, um das zu identifizieren, sinkt radikal im Moment, exponentiell. Und das wird einen massiven Einfluss und hat bereits massiven Einfluss auf die Versicherungsbranche. Und schließlich noch in China werden in der Zwischenzeit ganze Wohnblöcke mit 3D-Druck innerhalb 24 Stunden hochgezogen. Also es ist im Moment wirklich, es ist eine neue Welt, die da entsteht. Und wie gesagt, die Singularity University geht davon aus, dass die Kosten für Wohnen, Transport, ich weiß nicht, ob man das gut lesen kann, Essen, Gesundheit, Kleidung, Bildung, Entertainment fallen wird, nahezu gegen Null tendieren wird. Also es wird mehr oder weniger alles umsonst sein. Es ist eine schöne Welt, in die wir hineinlaufen. Man kann es gar nicht glauben, wenn man angesichts irgendwie dieses Klimawandels, in dem wir uns im Moment aktuell ja befinden, wenn wir uns dann so umschauen. Und ist alles innerhalb der nächsten 2 Dekaden wird das passieren, sagen sie. Und es geht noch weiter, die Fortschritte in der Medizin. Mark Zuckerberg hat es ja auch angekündigt, dass die haben halt wirklich jetzt, die nehmen sich alles vor der Reihe nach. Roboter fahren unsere Autos, also im Grunde irgendwie brauchen wir gar nichts mehr tun, sondern die Welt lebt vor sich hin, es ist alles wunderbar. Und die große Frage stellt sich dann für uns, was sind eigentlich unsere Visionen? Also wo wollen wir eigentlich hin irgendwie in diesem ganzen Prozess? Ich weiß, ich spreche überhaupt gar nicht über diese Weiterbildung, über die Sie gerne sprechen. Aber wo wollen wir hin? Das frage ich mich in Deutschland immer, im deutschsprachigen Raum generell. Wie sehen wir eigentlich unsere Zukunft? Das ist die Zukunft, die Singularity University in Kalifornien uns vorlebt und vorhersagt. Ob das so kommen wird, ist die große Frage. Aber wo wollen wir hin? Ich sehe da im Moment noch große Defizite. Andreas Wittke hier auch irgendwo, genau, hat die Folie in Kalifornien, in Stanford aufgenommen. Und sie hat mir so gut gefallen, dass sie gleich implementieren musste. Das ist die Aufgabe von Wissenschaft in Kalifornien. Sie suchen Lösungen, während bei uns immer noch großenteils wissenschaftliche Paper, und zwar seit Jahrzehnten, produziert werden, eine nach dem nächsten, also immer im Rundell, immer anschlussfähig an die alten Diskussionen und letztlich kommt nichts bei rum. Ich will gar nicht drauf eingehen, auf diese ganzen unterschiedlichen Visionen, die Elon Musk da irgendwie im Moment irgendwie forciert. Aber was ich wichtig finde, ist halt diese Sichtweise, dass man irgendwie sich wirklich neu kalibriert irgendwie. Was hilft der Gesellschaft? Wohin wollen wir? Wohin wollen wir tendieren? Und Jeremy Rifkin wird ja auch nicht müde in seinen ganzen Vorträgen, die übrigens sehr sehenswert sind, auf YouTube alle zu sehen sind, uns zu prognostizieren, dass wir, wenn wir wollen, durchaus eine schöne, nachhaltige Welt aufbauen können innerhalb der nächsten 20 Jahre. Die Automatisierung uns auch viel Arbeit abnehmen wird. Aber die Frage ist, bis dahin müssen wir halt auch noch ganz schön viel arbeiten, um das überhaupt dass es überhaupt geschieht. So, und unter diesem Gesichtspunkt würde ich ganz gerne über Arbeit 4.0 sprechen. Über welchen Zeithorizont sprechen wir eigentlich? Sprechen wir über den Zeitraum in 20 Jahren, wenn die Automatisierung mehr oder weniger zugeschlagen hat, oder sprechen wir jetzt über den Weg dahin und die nächsten paar Jahre? Und das sind halt die drei zentralen Fragen, die ich mir im Moment stelle mit Blick auf Arbeit 4.0, ist, welchen Horizont wollen wir überhaupt adressieren? Also das ist wieder die visionäre Frage, wollen wir über 2035 reden oder sprechen wir über die nächste Wahl im nächsten Jahr? Und das ist halt immer die ganz große Gefahr hier in Deutschland, dass wir mit klein-klein uns da verlaufen und dann irgendwie in ganz kleinschrittigen
ganz kleinschrittigen Prozessen landen, anstatt irgendwie mal zu gucken, ja gut, okay, wenn es diese ganzen Optionen zumindest theoretisch gäbe, was könnten wir denn damit machen? Und dann ist die nächste Frage, was ist denn dann mit welcher Vision, welche Vision soll denn überhaupt Weiterbildung 4.0 dann adressieren? Also wohin wollen wir die Leute eigentlich ausbilden? Wollen wir nur zu solchen kleinen Robotern irgendwie ausbilden oder sollen die auch mal vielleicht selber fähig sein, eine Vision zu entwickeln und diese auch zu verfolgen? Und dann ist die nächste Frage, wo wird das eigentlich verhandelt? Wird das jetzt hier in diesen Kreisen verhandelt, wie die nächste Zukunft aussieht, oder wird es woanders verhandelt? Ich würde sagen, es wird dort verhandelt. Und das ist eine Grafik, die ich immer wieder gerne hervornehme. Das ist ein Italiener, der die Grafik halbjährlich anlegt. Und zwar studiert der, welche sozialen Netzwerke in welchem Land, in welcher Nation am dominantesten sind. Und da konnte man über die letzten 10 Jahre halt sehen, wie Facebook ein Land nach dem nächsten da übernahm. Das Blaue ist übrigens Facebook. Und nur China und Russland ist da weitestgehend vorgefeit. Jetzt zum ersten Mal, das fand ich interessant, hat er in diesem Jahr angefangen, auch mal nachzuforschen, welche sozialen Netzwerke eigentlich auf dem zweiten Platz in jedem Land liegen. Und da, das fand ich jetzt wirklich interessant, ist dieses Braune, das ist Instagram. Das heißt, Instagram, diese Fotosharing-App, hat in der Zwischenzeit so eine Dominanz im englischsprachigen Raum. Twitter noch ein bisschen da im Nahen Osten, auch hier in Spanien, Frankreich, England. Und das Gelbe, warum also in Deutschland angeblich das zweitbeliebteste soziale Netzwerk das russische sein soll, ist mir noch nicht ganz geläufig. Werde ich aber nachforschen. So, und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, nämlich wer da wird in meines Erachtens, weil das Wichtige, ich gehe noch mal gerade zurück, auf diesen sozialen Netzwerken, dort entstehen diese Vernetzungspotenziale. Dort hat jeder Mensch Zugriff drauf, kostenlos, und diese Menschen tauschen sich aus die ganze Zeit. Was da passiert, ist Kommunikation. Und egal, ob Sie nun auf Facebook sind oder auf Instagram oder auf Twitter oder auf LinkedIn, ist egal. Die Menschen vernetzen sich, suchen sich Gleichgesinnte, suchen sich Companieros, mit denen sie gemeinsam irgendwie ihre Zukunft gestalten können. Und dort wird die Zukunft meines Erachtens verhandelt und nicht in diesen Räumen. Und dadurch entsteht ein sozialkultureller Druck, der natürlich, und das sehen wir jetzt gerade im Moment, auch ganz massiv in unsere eigene physische Landschaft hinein sich gräbt. Und dann müssen wir uns vergegenwärtigen, welche Bildungsschichten sind denn da aktiv? Und wenn Sie mal von links nach rechts schauen, wo Deutschland steht, dann finden Sie Deutschland in dieser Grafik hinten rechts. Und wir sind mit den Schweizern gemeinsam die einzigen in dieser Reihe hier, das einzige Land, wo die Anzahl derjenigen, die einen niedrigen Bildungsabschluss haben, dominanter sind in den sozialen Netzwerken als die höher Ausgebildeten, als die mit hoher Bildung. Das ist ein ganz großes Problem aus meiner Sicht. Das ist meines Erachtens sogar ein zentrales Problem. Weil hier, also diese ganze Hate-Speech-Kultur, die im Moment irgendwie diskutiert wird, resultiert meines Erachtens daraus, dass halt Menschen auch da einfach miteinander diskutieren und wir nicht uns in den Dialog hineinbegeben. Wir bewegen uns im Moment in unterschiedlichen Räumen. Die Elite, vermeintliche Elite, ist in ihren Elfenbeintürmen und das Volk im weitesten Sinne befindet sich dort. Und da muss man drüber nachdenken. So, und wenn wir uns dann aber auf der anderen Seite, das ist eine Visualisierung vom Bundesverband für Breitbandindex, und dieses Rote da oben, Mecklenburg, also rot symbolisiert die Menschen, die am wenigsten aktiv sind auf Facebook. Warum sind die am wenigsten aktiv? Weil sie kein Breitband haben. Sie haben überhaupt nichts. Also wer jemals da durchgefahren ist, weiß, dass es kaum Mobilfunk gibt. Das ist so. Also kaum Mobilfunk. Und insofern, also sie sind abgeschottet. Sie sind im Grunde, ist das eigentlich vergleichbar zu anderen Regionen in Afrika. Nur, dass die Regionen in Afrika, wenn sie Netz hätten, die wären auf Facebook, weil da gibt es eine ganz hohe Affinität dazu. Und Sie werden sich jetzt fragen, was erzählt sie da? Wir wollen doch über Weiterbildung sprechen.
Ich spreche die ganze Zeit über Weiterbildung. Wenn Sie Jane Hart, ist eine der anerkanntesten Learning Professionals weltweit. Sie erstellt seit Jahren eine Hitliste. Sie befragt andere Learning Professionals, welche 10 Tools sie persönlich für ihr eigenes Lernen nutzen. Und seit Jahren ist Twitter in der Hitliste aller zusammengenommen, ist Twitter auf Platz 1. Und das ist im Grunde, das kann auch jeder bestätigen, der auf Twitter aktiv ist, dass Twitter die zentrale Lernumgebung ist, informelle Lernumgebung von den Personen, die auf Twitter aktiv sind. Und dann reden wir über eine andere Form von Weiterbildung. Weil diese Menschen, die dort aktiv sind, die informieren sich schon seit 10 Jahren informell und bilden sich weiter und treiben das Ganze weiter. Sie haben ein gemeinsames Mindset, auch weltweit in der Zwischenzeit. Und wenn das aber so bedeutend ist, sagen wir mal nur hypothetisch, und Sie mir vielleicht hypothetisch nun wenigstens zustimmen, dass es vielleicht so sein könnte, dass die alle vielleicht ein bisschen recht haben, wie unterstützen wir denn dann die benötigte Kompetenz? Weil wenn ich in solche Gremien gehe, wo ein bisschen Ältere sind, und ich bin ja auch schon über 50, und wenn ich dann so mit Gleichaltrigen spreche und die sagen, ja, wie mache ich denn das? Ich weiß überhaupt gar nicht, wo ich anfangen soll. Ja, das ist eine Kompetenzschwäche, die wir haben. Die haben wir alle nicht aufgebaut und man muss halt anfangen, da zu starten. Und da fängt es an, wo meines Erachtens das Bildungssystem greifen müsste, nämlich unterstützend diese Kompetenz aufzubauen. So, und wenn Sie jetzt glauben, jetzt können wir uns zurücklehnen und jetzt hat sie das Schlimmste gesagt, nee, das war jetzt der Anfang. Das ist der Startschuss gewesen, weil diese ganzen Institutionen, die damit auch Geld verdienen, nämlich Apple, Google, die stehen ja hinter Alphabet, Microsoft, Amazon, Facebook und so weiter, die haben in der Zwischenzeit sehr viel Kapital damit akkumuliert. Also da hinten rechts, man kann darüber sehen, dass immer mehr, weniger Firmen sehr viel Geld zur Verfügung haben und das sind in der Zwischenzeit solche Technologiefirmen und die gehen weiter. Das war ja nur der erste Schritt, das war nur das Warm-up sozusagen. Und sie gehen in einer Dynamik und einer Schnelligkeit voran, dass es einem schwindlig werden kann. Und wir sind ja jetzt schon mittendrin im Internet der Dinge. Während wir bislang eigentlich immer nur über Bildschirme uns ins Internet begeben haben, wenn wir das ausschalten, sind wir ja nicht mehr im Internet, ist es jetzt der Fall, dass wir uns hineinbegeben. Also irgendwie sind wir auf dem Weg dahin, dass wir mittendrin sind im Internet, dass alles verbunden ist miteinander und alles kommuniziert miteinander. Dann wird es noch ein Geschäftsmodell sein, so weiße Inseln zu bauen, wo man halt keine Verbindung hat zum Internet. Aber ansonsten befinden wir uns da drin und wir sind Teil dessen. Und das ist erst der erste Schritt und das wird kommen. Das kann man auch nicht mehr abschalten, da kann man auch keinen Rückwärtsgang mehr einlegen, das wird kommen. Und das Internet der Dinge ist nur eine dieser 10 Technologien, die im Moment in Kalifornien diskutiert werden, als das, was eigentlich die Rahmenbedingungen sind für die Next Economy. Und das sind verschiedene Technologien, die alle im Moment schon, wenn man auf der IFA war, konnte man das ein oder andere sich schon anschauen. Also das ist alles am Kommen und am Rollen. Da kann man irgendwie, da braucht man auch gar keine Vorhersehekraft mehr, sondern das ist einfach Stand der Dinge und sie werden einfach alles umwirbeln. Und dann frage ich mich weiterhin, was ist Arbeit 4.0, wenn wir darüber diskutieren? Ja, Humanisierung der Arbeit, ich bin dabei. Aber es ist meines Erachtens viel mehr als nur die Arbeitskultur und die Arbeitsorganisation. Also ich bemühe mich auch immer sehr stark, irgendwie Angebote zu schaffen, um Leuten zu zeigen, wie kann man denn eigentlich mit diesen ganzen Möglichkeiten sich zeitgemäß irgendwie organisieren. Es geht um was ganz anderes, es geht auch nicht um die Verflachung von Hierarchien. Ich komme aus einer basisdemokratischen Tradition, also ich habe kein Problem damit irgendwie, ich befürworte das. Aber das ist nicht nur Arbeit 4.0, Arbeit 4.0 ist viel mehr. Es ist, wie Andreas Böß das mal ausgedrückt hat, der neue Informationsraum. Und dieser neue Informationsraum hat zwei Potenziale in sich. Und das eine Extrem ist, dass es halt Möglichkeiten bereitstellt, dass die Beschäftigten, dass die Menschen empowert werden, dass sie diese ganzen Technologien selber nutzen können, und zwar so, wie sie selber denken, wie eigentlich Gesellschaft von morgen aussehen müsste. Oder es kann auch in die andere, viel schlimmere Ecke gehen, nämlich, dass wir Menschen nur noch so in so einem digitalen Fließband stehen und die Maschinen eigentlich die ganze Zeit den Takt vorgeben. Wir rennen nur noch irgendwie von Maschine zu Maschine und helfen denen an den Punkten, wo sie noch nicht so können.
so ein bisschen kreativ, ein bisschen da und dann gehen wir irgendwie, nehmen wir das aus der einen Maschine und dann tragen wir das rüber zur nächsten Maschine und dann sind wir so getaktet und laufen dann im Grunde auf diesem Fließband rum. Das ist im Moment eine ganz große Gefahr, sehe ich zumindest in der ganzen Industrie 4.0-Diskussion. Ich weiß nicht, was hier jetzt passiert ist. Das ist eigentlich eine Grafik. Schade. Das ist eine Grafik gewesen. Das ist ein Softwareprogramm von dem Institute for the Future aus Kalifornien. Die haben 2014 ein Experiment gewagt. Und zwar, ob vielleicht auch Manager, Geschäftsführer ersetzbar wären durch Maschinen. Also ne, man sagt ja immer irgendwie, das betrifft immer nur die Leute mit den einfachen Tätigkeiten, mit den automatisierbaren Tätigkeiten. Und dann haben die sich zur Aufgabe gesetzt, okay, wir versuchen mal so eine Art Geschäftsbericht jetzt zu automatisieren. Geschäftsbericht, so eine Marktrecherche, brauchen wir ja immer mal irgendwie. Und dann haben sie sich irgend so eine schöne Aufgabe überlegt und haben das mal in so ein Programm reingegeben. Das heißt ICEO, ich weiß nicht, warum die Grafik nicht sichtbar ist. ICEO, können Sie irgendwie nach Google, Institute for the Future. Und dort haben die im Grunde das Programm so programmiert, dass die dann über Elance damals, heute heißt es Upwork, Elance heute heißt es Upwork. Die sind fusioniert in der Zwischenzeit. Also diese ganzen Clickworker, diese Clickworker-Software, wo Leute für wenig Geld kleine Aufgaben übernehmen. Dann haben die im Grunde eine Software gebastelt und haben gesagt, okay, gib dem einen mal raus, er soll was recherchieren, der nächste soll das zusammenschreiben. Dann hatten sie einen dritten, der das redigiert. Dann haben sie einen vierten gehabt, der ein paar schöne Grafiken macht und so weiter. Das hat alles schön, die Software hat das alles schön gesteuert. Und am Schluss hatten sie innerhalb von 5 Tagen einen exzellenten Bericht, für den man ansonsten mehrere Monate gebraucht hätte. Das Ganze hat $15.000 gekostet, weil man muss ja auch die bezahlen. Und normalerweise hätten, wenn man hochqualifizierte, normal Arbeitsverhältnismenschen genommen hätte, hätte man da einen 6-stelligen Betrag gezahlt. Diese Software wird im Moment ausgebaut, die kann man bald selber nutzen. Das ist nur mal so ein Beispiel. Und was ich sagen will, und das ist natürlich im englischsprachigen Raum, stellt sich das alles noch im Moment ein bisschen dramatischer dar. Im deutschsprachigen, weil wir ein bisschen kleiner sind, ist das halt alles noch ein bisschen zeitversetzt, hinken wir hinten dran, dass diese Unternehmen und die Arbeitsmodelle halt völlig die sich auflösen. Also so, wovon wir sprechen und dieses normale Arbeitsverhältnis, also das wird sich nicht mehr lange halten können in meinen Augen. Nicht mehr als Normalarbeitsverhältnis. Und dann ist die große Frage, wie wollen wir damit eigentlich sozialrechtlich umgehen? Was bedeutet das eigentlich? Wollen wir dann irgendwie, wie wollen wir das alles hier organisieren? Und da auch wieder, was ist denn dann die Aufgabe von Weiterbildung, von Bildung generell in diesem Kontext? Wovon ich ausgehe, ist, dass man das auf gar keinen Fall mehr top-down regeln kann. Also es wird keine KMK mehr sich hinsetzen können und sich überlegen können, wie soll denn eigentlich die Bildung von morgen aussehen? Und dann stellen sie ein Paper und dann wird das so delegiert und dann durch die ganzen Ebenen hindurch diffundiert und am Schluss wird das dann unten umgesetzt. Da gibt es eine Weiterbildungsinstitution, die das dann einfach irgendwie so aufbereitet und dann sollen die anderen das gelernt haben. Das muss viel mehr von unten kommen. Also wir brauchen Strukturen und dafür eignet sich ja Big Data sehr, sehr gut, dass man halt irgendwie die Masse, die Crowd, die Intelligenz, die kollektive Intelligenz nutzt und da versucht, Muster zu erkennen und das halt im Grunde ganz neu organisiert. Und dann das nach oben trägt, nach oben zu den politischen Instanzen, die dann entsprechende Regularien erstellen können. Wie machen das andere? Ich gucke immer gerne irgendwie in die USA, weil sie halt irgendwie diesen ganzen Prozess ja schon irgendwie in seinen paar Jahren früher durchlaufen haben. Wie gehen die damit um? Weil die haben ja ähnliche Probleme. Und ich zeige Ihnen jetzt mal ein paar Beispiele von, wie Weiterbildung eigentlich heute aussieht, mal abgesehen von diesen tollen Beispielen hier aus Lübeck mit den MOOCs und so weiter. Das kennen Sie alles. Ich zeige Ihnen mal hier, wie andere damit umgehen. Was im Moment totaler Trend ist, werden Ihnen die Kalifornier und die Amerikaner alle sagen, sind Nanodegrees, man guckt nicht mehr nach Zertifikaten, sondern mal ein Nanodegree reicht. Es gibt in der Zwischenzeit eine indische Firma, die stellt jeden ein, der durch Udacity einen Data Analyst
Programm durchlaufen hat, dort ein Zertifikat erlangt hat, also ein Nanodegree, die brauchen nichts mehr, die können direkt anfangen, die brauchen kein Bewerbungsgespräch mehr führen, die brauchen gar nichts mehr, die können sagen, ich habe das geschafft, möchte einen Job haben, fertig, wird eingestellt, gibt es keine Fragen mehr. Das ist im Moment der Trend. Und Nanodegrees heißt, dass es halt ganz kurze Programme sind, die laufen über 6 Monate maximal, kosten $200 pro Person, wenn man das schafft, also wenn man da in dem Pensum da mithalten kann. Und damit kann man sich im Grunde zeitgemäße Jobs selber drauf schaffen. Und das ist halt die gesamte Palette. Es ist ja in der Zwischenzeit ist Bertelsmann da ja massiv eingestiegen und die sind jetzt auch deutschsprachig. Und wobei die Kurse selber sind wiederum alle englischsprachig, weil, und das ist wirklich interessant, sie arbeiten gar nicht mehr mit Professoren zusammen. Früher haben sie angefangen mit Stanford-Professoren und sie sind dann sehr schnell geswitcht und die arbeiten mit Experten von Google, von Facebook, von Twitter zusammen und die erstellen im Grunde den Content. Und das sind ihre Lehrmeister. Das hat nichts mehr mit der Hochschule zu tun. Und so funktioniert das halt. Man kann, jeder kann daran teilnehmen, jeder, wer will und die Energie hat und die Muße hat, irgendwie sich abends hinzusetzen, kann da sich so ein Nanodegree draufschaffen. Ich garantiere jedem, der da so ein Programm durchläuft, er hat einen Job, einen sehr gut bezahlten Job am Anschluss, weil die Leute werden händeringend gesucht, diese Angebote, die im Moment bei Udacity angeboten werden. Es gibt einen Bedarf von 15.000 freien Data-Analysten im Silicon Valley, die können sofort eingestellt werden, sofern sie denn da wären. Genau das Gleiche wird Ihnen Mercedes, BMW und was weiß ich wer. Alle werden Ihnen das sagen, Sie brauchen diese Leute. Also, wer einen Job sucht, bitte. Das zweite große Komplex ist LinkedIn. Ich weiß, LinkedIn werden Sie wahrscheinlich die meisten hier kennen, ist ein soziales Business-Netzwerk. Die haben im letzten Jahr Lynda aufgekauft. Lynda ist so der größte Videotraining-Anbieter. Und das ganze Paket wurde dann auch noch mal zu guter Letzt von Microsoft aufgekauft. Also wir sehen da auch diesen Moment, diese Tendenzen, dass man immer mehr zentralisiert. Aber darum geht es jetzt nicht, sondern um LinkedIn und Lynda. Warum sind die zusammengegangen? Das werde ich Ihnen gleich sagen, welches Potenzial da drin steckt. Sie haben auf jeden Fall jetzt angefangen, im ersten Schritt haben sie solche Learning Paths irgendwie angelegt. Da kann auch jeder einen modernen Beruf sich erarbeiten. Und das fängt an bei, was weiß ich, so ganz normale Multimedia-Jobs bis hin. Man kann aber auch da ein Programm durchlaufen, Become a Small Business Owner. Oder, also man kann alle möglichen Berufe dort erlernen. Und dafür haben die halt dann solche Videoprogramme zusammengestellt. Jetzt, gestern oder vorgestern, kam raus, dass sie jetzt tatsächlich anfangen, das noch weiter zu vermixen. Und zwar kann man jetzt auf Basis des LinkedIn-Profils bekommt man Empfehlungen, welche Programme, Lernprogramme sie zur Verfügung stellen, die vielleicht interessant sein könnten für einen. Also das hat er mir da jetzt mal gerade vorgeschlagen. Und das ist ein interessanter Aspekt, weil in die Richtung würde es gehen. LinkedIn kennt kein Mensch, niemand kennt jemanden besser als LinkedIn, weil man dort halt sein eigenes persönliches Profil abgibt und man kann das ja doch, man kann die einzelnen, man kann die Zeugnisse sogar hinterlegen, man kann ja Empfehlungen von Kollegen und so weiter da einholen. Und ich denke, das wird dahin laufen, dass wir, dass man irgendwann, also entweder dort mit Jobs gematcht wird, dass sie sagen, guck mal, hier ist ein toller Job, der könnte dich interessieren, du brauchst nur noch den und den Kurs absolvieren, dann hast du eigentlich alle Kompetenzen, die dafür notwendig sind. Oder, was, worauf ich ja noch ein bisschen hoffe, ist, dass sie irgendwann, dass ich sage, ich hätte gerne einen Job in Kalifornien, guck doch mal, was bräuchte ich denn, was ist denn im Moment im Angebot, guck doch mal mein Profil an, was muss ich mir noch drauf schaffen, um dann einen attraktiven Job zu erlangen. So wird es kommen, das ist irgendwie Learning Analytics, das ist Big Data, so wird eigentlich Weiterbildung der Zukunft aussehen. Auf der anderen Seite haben wir jede Menge ziemlich zeitgemäße Programme, die zwischen Hochschule und Arbeitsmarkt, Wirtschaft vermitteln, weil sie halt festgestellt haben, General Assembly ist schon seit ein paar Jahren dabei, sie haben irgendwann festgestellt, dass es ein Lag gibt, also dass die Menschen, die aus den Hochschulen rauskommen, nicht wirklich am Markt ausgebildet sind, also eigentlich nicht für den Markt zu gebrauchen sind. Und deshalb haben sie
Kurse angelegt, die man fulltime in kürzester Zeit absolvieren kann. Die sind teilweise online, die sind aber auch durchaus auch mit Präsenzeinheiten. Also sie sind in der Zwischenzeit bis London in Europa vorgedrungen. Manchmal gibt es auch einen Kurs in Berlin. Aber im Großen und Ganzen ist es im englischsprachigen Raum bislang. Es gibt also Fulltime und es gibt Parttime-Kurse. Und da kann man halt auch all diese Jobs erlernen, die im Moment so heiß gefragt sind. Und die kosten dann halt ein bisschen Geld, aber man hat eine wunderbare Community und man kann quasi socializen und lernen nebenbei. Ein anderes für die Politik vielleicht wirklich interessantes Ding, das ist ein Projekt, was auch von Obama sehr massiv unterstützt wurde, auch mit sehr viel Geld, auf 100 Millionen US-Dollar. Das ist Tech Hire. Das ist ein Projekt, wo gemeinnützig, wo sie versuchen, in Regionen Unternehmen, Bildungsanbieter und Arbeitssuchende zusammenzubringen und dort passgenau Angebote zu erstellen, die für den unternehmerischen Bedarf erforderlich sind, vor Ort. Und das scheint sehr gut zu laufen. Man kann USA und Deutschland nie so ganz vergleichen, weil die haben eine andere Arbeitsstruktur als wir. Aber ich finde es trotzdem ein sehr interessantes Projekt, weil es ist ja halt irgendwie auf so einer Community of Practice-Ebene zusammenarbeiten. Und auch, was ich wiederum interessant finde, halt ein bisschen andere Wege gehen. Also nicht so dieses klassische Skills vermitteln. Was auch noch ganz interessant ist, ist, es gibt eine ganze Reihe, vor allem in Berlin, in dieser englischsprachigen Community, ich lebe ja in Berlin, gibt es sehr viele Initiativen, die so auch aus eigenem Interesse sich zusammenfinden. Die Open Tech School ist zum Beispiel auch so ein kostenloser ein Verein, wo man irgendwie, glaube ich, mit 2 Euro, glaube ich, pro Monat sich beteiligen kann. Und dort finden Menschen zusammen, die sich gegenseitig, wechselseitig Technologien beibringen und Programmieren beibringen und so weiter. Also die kommen einfach, es ist selbst organisiert, es ist von unten, es gibt keinen Lehrer, es gibt nichts, sondern es gibt einfach nur, da haben 2 Leute sich zusammengetan, haben Raum geöffnet und haben gesagt, kommt einfach vorbei. Und die Leute kommen und lernen, und weil es halt diese Jobs gibt. Und weil es halt eine Community ist. Das ist klar. Und dann kommen wir zu den, was im Moment auch, denke ich, sehr stark kommen wird, sind diese ganzen Makerspaces, die halt auch entstehen. Und dann kommen wir in einen Bereich, den ich für wesentlich relevanter erachte als diese ganze Angestellten-Diskussion. Weil diese Angestellten-Diskussion, wie können wir Angestellte optimal irgendwie weiterqualifizieren, um Unternehmen weiter zu unterstützen, alte Unternehmen, sollten wir uns, glaube ich, mal langsam Gedanken machen, wie können wir Infrastrukturen entwickeln, um neue Jobs zu kreieren, um neue Initiativen zu kreieren. Und dafür eignen sich diese Makerspaces sehr gut. Und das gibt es in Berlin, das gibt es in anderen Städten auch. Das entsteht, es ist ein Projekt, was wir jetzt auch initiieren werden. Und wir werden versuchen, und also mit beizutragen, dass mehr Makerspaces in Regionen entstehen. Und ich werde noch, bin gleich fertig, noch ein weiteres wirklich interessante Entwicklung ist diese TechShop-Initiative, auch aus den USA, wo es auch sich Leute auf einer Vereinsbasis sozusagen zusammengetan haben, um sehr kostenintensive Technologien anzuschaffen und die der Community zur Verfügung zu stellen. Und dort werden in der Zwischenzeit Roboter gebaut von Leuten, die halt irgendwie im Moment vielleicht irgendwie keinen Job haben oder die Zeit haben oder sich einen neuen Job erarbeiten wollen. Und sie kommen halt in Räume rein mit Technologien, die ansonsten sich nur große Firmen leisten könnten. Und das ist ein ganz interessanter Aspekt, denke ich, weil das zeigt eigentlich, wie man mit Infrastrukturen neue Jobs kreieren kann. Also daraus entstehen im Moment neue Firmen, die werden dort geboren. Und das ist letztlich das, wo ich denke, wo wir hingehen müssten, also zumindest als eine zentrale Säule. So, kurzerhand irgendwie, Weiterbildung muss heute just in time erfolgen, lebenslang. Wir brauchen mehr Infrastrukturen. Das ist mein Fazit.
Und leider spielen Zertifikate und Schulnoten überhaupt immer weniger eine Rolle, bis keine. Und wir müssen meines Erachtens die Strukturen ganz neu denken, gerade im Bildungssystem. Ich werde auf die Kompetenzen nicht mehr eingehen, die dafür erforderlich wären. Das Einzige, was ich dazu sagen will, ist, dass es braucht sowohl auf der individuellen Seite eine Kompetenz 4.0 als auch gesamtgesellschaftlich braucht es eine Kompetenz 4.0. Es geht nicht irgendwie nur an die Menschen heranzutreten, bildet euch weiter, macht was, sondern man muss auch entsprechende Infrastrukturen zur Verfügung stellen. Und die müssen zeitgemäß sein und die müssen auch einen Netzzugang zu ermöglichen und sie müssen offen sein und so weiter. Also sie müssen für alle dann auch zugänglich sein. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und das, wenn das nicht gegeben ist, dann hat die Gesellschaft auch keine Kompetenz 4.0. Und das wird gerne vergessen in den Diskussionen. Insofern Arbeit 4.0 ist gleich Bildung 4.0 und ist gleich Gesellschaft 4.0. Wir haben heute freigeschaltet unseren neuen MOOC sozusagen für unser neues Projekt. Wir nennen es Leuchtfeuer 4.0. Es geht im Grunde um regionale Bildung. Und wir werden versuchen, diese ganzen verschiedenen Entwicklungen aufzuzeigen, was im Moment passiert, damit das ein breiter rezipiert werden kann. Und wir werden mithelfen, einzelnen Modellregionen, dass sie selbst Makerspaces, Coworking Spaces, also neue Orte schaffen können, in denen sie arbeiten können, in denen sie neu zusammenkommen und neue Jobs vielleicht auch oder auch neue sinnhafte Betätigung für sich selbst finden werden. Ja, das war's. Dankeschön.